Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im ersten Teil, wie das Buch zu lesen ist. Auf der Seite 7, wie wir bewerten. Wie wir bewerten. Bevor ein Arzneimittel in Deutschland auf den Markt kommt, prüfen die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in Klammern und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM BfArM in Klammern, ob gewichtige Gründe gegen eine Zulassung sprechen. Dabei werden insbesondere Wirksamkeit und Risiken gegenübergestellt. In umfangreichen Studien zu einem Medikament muss deutlich werden, dass positive Wirkungen höher einzuschätzen sind als etwaige unerwünschte Wirkungen. Nach Ablauf des Patentschutzzeit, in Klammern üblicherweise 20 Jahre einschließlich der Zeit für die Durchführung von Zulassungsstudien, in Klammer zu, kann jeder andere Hersteller den Arzneistoff lizenzfrei zu einem eigenen Produkt verarbeiten. Auch diese Mittel, in Klammern Generika, müssen vom BfArM geprüft und zugelassen werden. Allerdings gelten auch für sie erleichterte Bedingungen, nicht auch für sie, allerdings gelten für sie erleichterte Bedingungen, weil der Wirkstoff schon beschrieben und ausführlich untersucht wurde. Sehr oft setzt sich der Präparatname eines Generikums aus dem Namen des Wirkstoffs und der Herstellerfirma zusammen. Zum Beispiel Diclofenac Stada. Auch zugelassene Arzneimittel erhalten von den Gutachtern der Stiftung Warentest mitunter eine negative Bewertung. Auch zugelassene Arzneimittel erhalten von den Gutachtern der Stiftung Warentest mitunter eine negative Bewertung, denn die Gutachter der Stiftung Warentest legen noch strengere Maßstäbe an als die Zulassungsbehörde. Ihnen ist wichtig, wie ein Arzneimittel langfristig wirkt, ob es verträglich ist und im Vergleich zu einem Standardmedikament mit gleichem Anwendungsgebiet wegen seines höheren Nutzens oder seiner besseren Verträglichkeit empfohlen werden kann. Bei einem Bluthochdruckmittel wird zum Beispiel nicht nur erwartet, dass es den Blutdruck senkt. Das Medikament sollte auch die Lebensqualität der Patienten steigern und ihr Sterberisiko senken. Aspekte wie diese spielen in Zulassungsstudien von Pharmafirmen nicht immer eine Rolle. Für die Patienten jedoch sind sie äußerst relevant. Unsere unabhängigen Experten legen zudem strenge Kriterien dafür an, welche Studien sie in ihre Einschätzung einbeziehen. Sie sichten zunächst die wissenschaftlichen Untersuchungen zu einem Medikament, vor allem auch solche, die nicht vom Hersteller durchgeführt wurden. Nur Studien, die einen hohen qualitativen Standard aufweisen, fließen schließlich in die Bewertung ein. Sie müssen beispielsweise in einer renommierten Fachzeitschrift erschienen sein, bei der ebenfalls ein Expertengremium die Qualität der Daten geprüft hat. Auch Veröffentlichungen von Instituten, die für die Bundesregierung Arzneimittel prüfen, in Klammern, so zum Beispiel das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWG, Klammer zu, sind für sie zuverlässige Quellen. Viele Wirksamkeitsstudien von Pharmafirmen fallen dabei durch das Raster, weil sie nur über relativ kurze Zeiträume liefen. Nebenwirkungen, die erst nach längerer Einnahmezeit auftreten, können damit zum Beispiel nicht erkannt werden. Finden Sie zu einem Arzneimittel ausreichend aussagekräftige Untersuchungen, die seine langfristige Wirkung und Verträglichkeit nachweisen, fällt das Urteil der Stiftung Warentest positiv aus. Geeignet.
hinter einem Doppelpunkt mit Anführungsstrichen. Grundsätzlich werden alle Produkte nur für Anwendungsgebiete bewertet, für die sie laut Herstellerangaben eingesetzt werden sollen. Wenn für ein Präparat mehrere Anwendungsgebiete aufgeführt sind, kann es sein, dass in diesem Buch nicht alle berücksichtigt werden. Die wichtigsten sind aber erwähnt, zum Beispiel bei Beta-Blockern die Behandlung des hohen Blutdrucks und bei einigen die Anwendung zur Migräneprophylaxe. Die Bewertung wird auch mit Blick auf die übrigen in dem jeweiligen Anwendungsbereich angebotenen Arzneimittel vorgenommen, sowie darauf hin, ob in dem Anwendungsbereich die Therapie mit einem Arzneimittel oder Medizinprodukt überhaupt sinnvoll und notwendig ist. Ein sehr langer Satz, ich lese den nochmal vor. Die Bewertung wird auch mit Blick auf die übrigen in dem jeweiligen Anwendungsbereich angebotenen Arzneimittel vorgenommen, sowie darauf hin, ob in dem Anwendungsbereich die Therapie mit einem Arzneimittel oder Medizinprodukt überhaupt sinnvoll und notwendig ist. Die Bewertung gilt letztlich für alle Medikamente eines bestimmten Handelsnamens, sofern keine Differenzierung nach Stärke oder Darreichungsform vorgenommen wird. So, weiter geht es mit, was die Bewertungen bedeuten, im Abschnitt, wie das Buch zu lesen ist. Ich bin auf Seite 8 angekommen. So, tschüss.